Guten Morgen, herzlich willkommen bei 1:1 aus Berlin. Ja, in dieser Woche ist es eher ruhig hier in Berlin, in der Innenpolitik zumindest. Es ist keine Sitzungswoche. Man könnte fast sagen, so ein bisschen sonnige Himmelfahrtsferien. Aber so ganz sonnig ist die Atmosphäre in der Großen Koalition nicht. Die SPD ärgert sich über ein schlechtes Wahlergebnis in Bremen, ärgert sich über bleibend schlechte Umfragewerte und ärgert sich auch über eine Kanzlerin, die in der BND-Affäre vor allem schweigt. Wir wollen reden über die Ärgernisse und kleinen Schwierigkeiten in der Großen Koalition mit Eva Högel. Schönen guten Morgen, Frau Högel. Schönen guten Morgen, Frau Plättner. Frau Högel, Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD und da verantwortlich für den Bereich Innen und Recht, Kultur und Medien und auch Verbraucherschutz. Und Ihr Wahlkreis ist ja hier in Berlin. Das heißt, Sie müssen nicht immer noch mal woanders hinreisen, um da gute Stimmung zu machen. Wie, das stimmt. Wie würden Sie jetzt im Moment nach der ziemlich aufregenden letzten Woche auch die Atmosphäre und Stimmung in der Großen Koalition beschreiben? Grundsätzlich ist die Atmosphäre in der Großen Koalition sehr gut. Wir sind ja ambitioniert gestartet in der Großen Koalition. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben mit dem Koalitionsvertrag auch eine gute Grundlage für gutes Regieren. Und wir wissen auch, beide Parteien, beide Fraktionen wissen das, dass wir darauf angewiesen sind, gut zu regieren, weil das ist, was die Bürgerinnen und Bürger auch von uns erwarten. Wir haben eine 80-prozentige Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das heißt, es wird auch erwartet, dass wir Projekte zum Abschluss bringen, dass wir Dinge verändern zum Besseren. Und natürlich ist der BND-Skandal, wenn ich ihn mal so nennen darf, die ganze Affäre rund um NSA, ist auch belastend für die Koalition, weil wir natürlich auch Fragen in Richtung Kanzleramt haben, was die Aufklärung angeht, da ist das Kanzleramt auch in der Verantwortung. Also in der letzten Woche wirkte es ja nicht so ganz harmonisch. Da hatte man ja schon das Gefühl, dass es da knirscht. Der Vizekanzler Gabriel hat berichtet aus internen Gesprächen mit der Kanzlerin, wo die Kanzlerin gesagt hat, sie hat noch keine Berichte über Wirtschaftsspionage und all das. Und sie hat, das heißt, wenn sie das dann doch irgendwann haben sollte, hätte sie gelogen. Das ist ja schon was Schwieriges. Wie haben Sie diesen Vorstoß oder diese Attacke, wie sie beschrieben wurde, von Sigmar Gabriel empfunden? Es ist ja so, dass Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister auch in der Verantwortung ist gegenüber deutschen Unternehmen. Und natürlich die deutschen Unternehmen auch alarmiert sind, wenn sie hören, dass ihre Kommunikation auch möglicherweise überwacht wird vom BND und dann weitergegeben wird an die NSA. Da ist der Wirtschaftsminister gefragt, auch sich zu positionieren. Und er hat gesagt, dass er erwartet, dass alles aufgeklärt wird, ob es Wirtschaftsspionage überhaupt gegeben hat. Und wenn ja, dass dann auch die Verantwortung daraus gezogen wird. Für mich ist das A und O jetzt erstmal die Aufklärung. Also ja, das aber nochmal auf diesen Fall, dass der Vizekanzler aus einem internen Gespräch da berichtet. Da kann die Kanzlerin, die hat das ja nicht so gern. Es gab ja schon einmal was, wo er eine SMS weitergeschickt hat, als es um die Bundespräsidentenwahl geht. Ist das ein vernünftiges Miteinander oder ist es mehr ein Zeichen von Gabriel als SPD-Vorsitzender zu seiner Partei? Hier, Leute, ich mache da was. Also für die SPD ist da, glaube ich, nicht viel Kredit in dem Sinne rauszuziehen, wenn man mit dem Finger auf die Bundeskanzlerin zeigt. Sondern es geht darum, dass wir deutlich machen, dass wir alle zusammen aufklären wollen. Und da ist die SPD im Moment die treibende Kraft in der Koalition. Ob der Vizekanzler Sigmar Gabriel jetzt aus internen Gesprächen berichtet hat, ich sage das nochmal, für ihn war das Wichtige. Und das hat er uns auch so erklärt, dass er sagt, er ist in der Verantwortung als Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister für die deutschen Unternehmen. Und dass er dann auch nochmal etwas Druck in die ganze Sache bringt, indem er sagt, das Kanzleramt ist ja in der Verantwortung, auch die Bundeskanzlerin persönlich, das ist natürlich seine Aufgabe und das ist durchaus richtig. Und er hat es ja auch geschafft, dass er ein bisschen an dem super positiven Image der Kanzlerin gekratzt hat, also dass ihre Umfragewerte ein bisschen schlechter geworden sind und dass man auch vielleicht sieht, sie hat da vielleicht auch nicht ganz richtig reagiert. Wie empfinden Sie denn Ihr Verhalten bisher in dieser Affäre, also seit bekannt geworden ist, dass der BND wahrscheinlich der NSA geholfen hat, Daten an die Amerikaner zu liefern. Wie empfinden Sie das Verhalten der Kanzlerin? Ich bin bisher unzufrieden mit der Aufklärung, die im Kanzleramt stattzufinden hat, aus folgenden Gründen. Und zwar finde ich, dass das Kanzleramt jetzt eine große Verantwortung hat, uns bei der Aufklärung zu helfen. Das Kanzleramt hat die Fachaufsicht und die Rechtsaufsicht über BND und hat auch alles zu kontrollieren, was im Rahmen der Tätigkeit des BNDs sich erfolgt. Und deswegen erwarte ich von der Bundeskanzlerin persönlich, dass sie uns dabei unterstützt, aufzuklären. Und was ich zum Beispiel nicht gut fand, war, dass sie gesagt hat,
ziemlich gönnerhaft hat sie das gesagt, sie kommt auch in den Untersuchungsausschuss. Das ist ihre Verpflichtung. Da wird sie als Zeugin aussagen müssen und da wird sie auch sagen müssen, was sie davon gehört hat, was ihr vorgelegt worden ist, was sie von den NSA-Aktivitäten wusste, was sie mit den Amerikanern besprochen hat. Und deswegen sage ich das nochmal, Aufklärung ist das A und O. Dieser NSA-Untersuchungsausschuss, den wir im Bundestag haben, der wird noch lange arbeiten, bis zum Ende der Legislaturperiode, der muss auch vom Kanzleramt und auch von der Kanzlerin ganz persönlich gut unterstützt werden. Wie ist es denn überhaupt möglich, das, was, weil man ist ja schon erstaunt, 2013, als bekannt geworden ist, dass ihr Handy ausspioniert wurde, also das Handy der Kanzlerin, hat sie gesagt, aussperren unter Freunden, das geht eigentlich so gar nicht. Und man hat das Gefühl, man hört dann immer Scheibchen für Scheibchen was Neues und denkt dann, okay, es sind Geheimdienste, wer denkt denn wirklich, dass man die kontrollieren kann und dass die transparent sein könnten? Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja, das darf es in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat nicht geben. Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Ja, das ist so. Nachrichtendienste haben eine wichtige Aufgabe. Ich möchte unsere Nachrichtendienste gut ausstatten. Ich möchte, dass sie ordentlich arbeiten und für unsere Sicherheit sorgen. Und das tun sie auch. Deswegen brauchen Nachrichtendienste auch Vertrauen. Vertrauen der Bevölkerung. Und A und O für das Vertrauen ist, dass sie auf rechtsstaatlichen Grundlagen arbeiten. Und da haben wir Nachholbedarf. Ich habe das im NSU-Untersuchungsausschuss schon gesehen. Da haben wir uns ja den Verfassungsschutz genauer angeguckt. Mhm. Auch den MAD, den militärischen Aufklärungsdienst. Also NSU-Untersuchungsausschuss. NSU, nochmal zur, damit, NSU genau. Das war, weil Sie ja im NSU-Untersuchungsausschuss, also wir aber auch ein NSA-Untersuchungsausschuss haben. Ja, da haben wir uns das schon angeguckt. Und deswegen ist meine Forderung, es darf diese rechtsfreien Räume nicht geben. Es gibt natürlich, Nachrichtendienste können nicht transparent arbeiten. Die arbeiten natürlich im Geheimen, deswegen werden sie auch Geheimdienste genannt. Wir können nicht alles an das Licht der Öffentlichkeit bringen, was Nachrichtendienste machen, weil wir sonst ihre Arbeit gefährden. Was wir aber brauchen, sind klare Rechtsgrundlagen und eine effektive Kontrolle der Nachrichtendienste. Und ich will mal ein Beispiel bringen. Diese Vereinbarung mit den Amerikanern, die geschlossen wurde, über die Zusammenarbeit NSA und BND, die ist ja in Ordnung. Da wird ja klargelegt, was die Grundlage für die Zusammenarbeit ist, welche Daten der BND der NSA gibt und auf welcher Basis da die Zusammenarbeit erfolgt. So etwas finde ich richtig. Ich finde es darüber gab es aber nicht eine wirkliche Offenheit bisher. Genau, das kommt erst jetzt durch den Untersuchungsausschuss ans Tageslicht. Und diese Grundlagen müssen offengelegt werden. Nicht die Details der Arbeit der Nachrichtendienste, das nicht, aber die Grundlagen, damit wir auch kontrollieren können. Ich kann ja gar nicht kontrollieren, aber, wenn ich die Grundlagen aber nicht dann kenne. War doch die ganze Aufregung über das Ausspähen des Handys der Kanzlerin und sicherlich auch anderer Regierungsmitarbeiter, war doch dann eigentlich geheuchelt. Naja, also das Handy der Kanzlerin hätte niemals irgendwie in den Dateien von NSA auftauchen dürfen. Also da muss es eine klare Möglichkeit geben, bei den Daten auch zu differenzieren, dass bestimmte, deswegen ja auch diese Selektorenliste so wichtig für uns, dass bestimmte Telefonnummern, bestimmte E-Mail-Adressen, bestimmte Personen, es ist ja auch die Rede von europäischen Institutionen, die vermutlich ausgespäht wurden, das darf es nicht geben. Das ist überhaupt keine Frage, sondern man braucht erstens schon einen Anlass, warum man bestimmte Kommunikation überwacht und bestimmte Bereiche müssen auch völlig ausgenommen werden. Und dazu gehört die deutsche Bundeskanzlerin. Aber Sie sagen jetzt, das darf es nicht geben. Aber die Frage ist, wie viel steht da in der Macht der Bundesregierung zu sagen, ja, dass wir das wollen, das werden wir verhindern in Zukunft. Also letztendlich brauchen wir natürlich klare Vereinbarungen mit unseren Partnern. Wir wollen ja Zusammenarbeit der Nachrichtendienste international mit den USA. Ja. Und der E-Mail-Verkehr, der jetzt am Wochenende bekannt wurde, der zeigt natürlich, ehrlich gesagt ist das ja auch ein bisschen peinlich, wie schwach wir sind in der Diskussion mit unserem Partner. Und da müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Ja. Es ging da um dieses sogenannte No-Spy-Abkommen, also ein Abkommen, das nicht gegenseitig spioniert wird. Mhm. Das wurde im Wahlkampf sozusagen in Aussicht gestellt, dass die Amerikaner Es wurde sogar gesagt, dass die Amerikaner das angeboten hätten. Genau, und das war aber wohl nicht so. Und es scheint jetzt so, dass es vor allen Dingen ein Betreiben vom Kanzleramtsminister Pofalla damals war, der das gerne gehabt hätte. Ja. Also eigentlich eine Geschichte, die im Wahlkampf ganz, ganz hilfreich war, aber de facto gelogen. Ich weiß gar nicht, ob sie im Wahlkampf letztendlich so hilfreich war, ja. Aber die Öffentlichkeit wurde auf jeden Fall getäuscht, nicht weil der Eindruck erweckt wurde, die Amerikaner hätten das angeboten, die Amerikaner wollten das auch. Und das hatte natürlich einen ganz gewaltigen Beruhigungseffekt. Ja. Nachdem der NSA-Skandal kam, durch die Enthüllung von Edward Snowden, war die Öffentlichkeit natürlich auch daran interessiert zu erfahren, was steckt da genau hinter. Und das klingt erstmal gut, wenn man sagt, wir verabreden mit den Amerikanern, dass wir uns nicht gegenseitig ausspionieren. Und dass das überhaupt jeder
Grundlage entbehrte. Das kommt jetzt raus und das ist natürlich ein Skandal, weil man so die Öffentlichkeit nicht täuschen darf. Das geht überhaupt nicht. Ob das, wie gesagt, bei der Wahl jetzt so entscheidend war, das weiß ich gar nicht so genau. Aber was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist, dass wir solche Behauptungen in der Öffentlichkeit aufstellen dürfen. Also das geht gar nicht. Ja, ne? Aber vor allem, man hat ja das Gefühl, als Bürger, wem soll ich jetzt glauben? Das ist das Gefühl, das bleibt. Mhm. Nach dem Motto, das ist eh undurchsichtig, das sind nun mal Geheimdienste. Mhm. Und also da fehlt doch wirklich das Vertrauen, dass man Geheimdienste kontrollieren kann und dass man da offen mit umgehen kann. Das besorgt mich wirklich, das Stichwort Vertrauen. Ich habe es eben schon gesagt. Wenn unsere Bürgerinnen und Bürger besorgt sind, ob sie vielleicht ausgespäht werden, was mit ihren Daten passiert, dann verlieren sie Vertrauen in den Rechtsstaat. Deswegen ist das so wichtig, und ich sage das nicht einfach so daher, dass wir aufklären, dass wir klar darlegen, was ist da passiert, was ist da schiefgelaufen, dass wir das bewerten und sagen, an den und den Stellen haben wir tatsächlich, ist etwas schiefgelaufen, haben wir tatsächlich Nachbesserungsbedarf, und dann müssen wir neue Regeln aufstellen. Darum geht es wirklich. Das klingt aber sehr technisch und theoretisch. Ja, aber wäre dann nicht eine gewisse Transparenzoffensive ganz wichtig? Jetzt haben wir gerade gehört, dass WikiLeaks hat jetzt die 1380 Seiten des NSA-Untersuchungsausschusses die Protokolle ins Netz gestellt. Ja. Das liest sich auch sehr spannend. Mhm. Der Ausschuss ist auch spannend. Ja, der Ausschuss ist spannend. Dann frage ich mich, warum muss WikiLeaks das tun und warum tut es nicht der Bundestag? Ja, ich fände es viel besser, wenn die Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses öffentlich wären. Es waren ja öffentliche Sitzungen sogar. Ja, aber wenn sie auch übertragen würden, mhm, wenn auch Bürgerinnen und Bürger sich das anschauen können. Sie sind ja öffentlich, mhm, aber wenn mehr Leute kommen könnten, Journalistinnen und Journalisten, auch interessierte Öffentlichkeit hat da ja Platz auf der Tribüne, aber wenn mehr Leute sich das anschauen könnten. Und die Frage der Protokolle ist natürlich so, also ich habe grundsätzlich viel dafür, dass man die schnell auch lesen kann, auch die interessierte Öffentlichkeit. Insofern finde ich das nicht so schlimm, dass WikiLeaks sie veröffentlicht hat. Aber es hat natürlich doch einen Punkt, den man bedenken muss. Die Zeuginnen und Zeugen, die noch kommen, die sollen sich ja nicht anhand der Aussagen der bisherigen Zeugen vorbereiten können. Das können sie natürlich, weil öffentlich darüber berichtet wird. Ich wollte gerade sagen, es wird ja berichtet, genau. Die Zeugen könnten ja sogar selber zuhören vorher, oder? Insofern, sie können das jetzt nachlesen in den Protokollen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht so schlimm und ich fände das eher besser, wenn die Protokolle frühzeitig veröffentlicht würden. Und mir ist sehr recht... Vielleicht erklären das nochmal, weil Sie kennen sich ja gut aus mit Untersuchungsausschüssen, sind auch noch Mitglied im EDATI-Untersuchungsausschuss. Also wie funktioniert das? Es ist eine öffentliche Sitzung, da ist Presse zugelassen, mhm, und da kann ich auch als Bürger, könnte ich da einfach eigentlich normal hingehen? Ja, da können Sie sich anmelden, dann können Sie auf der Tribüne Platz nehmen und dann können Sie sich die ganze Sitzung angucken. Mhm. Das machen auch Bürgerinnen und Bürger. Ne? Und warum werden dann, also Sie haben es jetzt erklärt mit den Zeugen, aber wie ist es normalerweise, wann werden diese Protokolle veröffentlicht? Die werden normalerweise erst veröffentlicht, erstens, wenn die Zeugenaussage abgeschlossen ist, also wenn der Ausschuss fertig ist mit den Zeugen, damit dann das endgültige Protokoll erstellt wird. Und dann ist es auch in der Regel so, dass sie dann erst im Zuge der Berichterstellung und so weiter werden die Sachen veröffentlicht. Aber das wird nicht zwischendurch veröffentlicht. Wobei ich sagen muss, die Öffentlichkeit bekommt es ja sowieso mit, was die Zeugen aussagen. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, wenn die Protokolle dann veröffentlicht sind. Was nicht veröffentlicht wird, ist natürlich alles, was eingestuft ist, so nennen wir das, also vertraulich oder geheim. Mhm. Und also diese Protokolle bleiben auch unter Verschluss von den Geheimsitzungen. Genau, außer sie werden mal irgendwie an interessierte Kreise weitergegeben, obwohl das nicht sein darf. Tauchen dann doch bei WikiLeaks auf. Ja, es scheint ja wohl auch, dass einige auch Protokolle aus nicht öffentlichen Sitzungen dort jetzt wohl auftauchen. Ja, das darf natürlich nicht sein, weil wir auch gute Gründe, wir diskutieren da sorgfältig drüber, gute Gründe haben, wenn wir einstufen. Wenn wir sagen, wir tagen vertraulich oder geheim, dann schließen wir die Öffentlichkeit aus. Dann dürfen nur überprüfte Menschen und die Abgeordneten überhaupt im Raum sein. Das tun wir natürlich zum Schutz der Informationen, die wir erlangen, und zum Schutz der Zeugen auch. Und es gibt Situationen, ich habe das auch schon erlebt in Untersuchungsausschüssen, da kann man Informationen auch nur bekommen, wenn man einstuft, weil es so sensibel ist. Oder wir machen es auch zum Beispiel zum Schutz bestimmter persönlicher Interessen. Das geht dann nur eingestuft. Und wenn das dann an die Öffentlichkeit gelangt, dann schaden sie natürlich letztendlich auch dem Aufklärung und dem Interesse an der Aufklärung. Wird denn jetzt gesucht nach dem Leck jetzt konkret? Weil das sind ja... Also wenn man das im Netz sieht bei WikiLeaks, das sind ja die offiziellen Daten. Es ist ja nicht jemand, der irgendwie mitgeschrieben hat, sondern es ist das offizielle stenografische Protokoll.
Wird das ja jetzt Protokoll kriegen viele Kolleginnen und Kollegen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das erreicht einen großen Kreis von Personen. Und ob der Untersuchungsausschuss sich jetzt so viel Mühe macht, um nachzuforschen, tatsächlich, wer das weitergegeben hat, das kann ich nicht beantworten. Das muss der Untersuchungsausschuss sagen, das weiß ich nicht. Ne? Ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Wenn man aber einen Präzedenzfall schaffen will und sagen will, wir wollen das grundsätzlich unterbinden, dass WikiLeaks das öffentlich macht, dann müsste man da jetzt Energie reinstecken und mal rausfinden. Aber ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, im Grunde müssen wir transparenter sein, ja, und müssen wir auch öffentliche Sitzungen, gilt ja auch für andere Ausschüsse des Bundestages, zum Beispiel bei Phoenix, übertragen können. Das wäre hilfreich für sozusagen auch das Verständnis der Arbeit, die Sie da leisten. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Frau Plättner. Das ist das A und O für unsere Arbeit. Öffentlichkeit und Transparenz. Dass das unter den Augen der Öffentlichkeit passiert, das ist im Untersuchungsausschuss sowieso vorgeschrieben und das ist gut. Und dass wir maximal transparent sind. Ich möchte auch viele Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, was dort besprochen, diskutiert wird, aufgeklärt wird. Und ich brauche natürlich auch die Öffentlichkeit, vor allen Dingen die Medien, weil sie auch viel herausfinden. Sie stellen Fragen, recherchieren kritisch und ich weiß auch aus meiner Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass häufig die Information von Medien für mich ganz hilfreich war, um die richtigen Fragen zu stellen. Und dann jetzt konkret bei der BND-Affäre ist es ja auch so, dass es durch Medien nach vorne gekommen ist. Das heißt, dass die Information miteinander und die Information natürlich der Geheimdienste so nicht funktioniert. Ist das richtig? Ja, Medien fokussieren auch nochmal auf bestimmte Bereiche. Wir hatten allerdings im NSA-Untersuchungsausschuss ohnehin vor, diesen Komplex No-Spy-Abkommen und den E-Mail-Verkehr zu behandeln. Nur etwas später. Das wird jetzt vorgezogen, weil es jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber in den Akten war das alles schon enthalten. Also das war ohnehin auf der Tagesordnung des Untersuchungsausschusses. Und dann haben wir in der letzten Woche ja dieses neue Wort, was ja auf einmal uns alle beschäftigt, die Selektoren. Oh ja. Selektoren. Also das ist ja auch immer merkwürdig, wie auf einmal dann so komische Worte dann auftauchen, die man vorher irgendwie gar nicht benutzt hatte. Also es geht um praktisch Begriffe, aus denen hervorgeht, wen ich jetzt ausspioniert habe. Genau. Warum ist diese Liste immer noch nicht öffentlich zugänglich? Ja, das frage ich mich auch und ich hoffe, dass das jetzt auch schnell geht mit der Veröffentlichung, wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich doch so sensibel ist, dass wir die nicht völlig transparent und öffentlich machen, sondern dass wir ein Verfahren finden müssen, bei dem die Abgeordneten Einsicht nehmen können. Das würde mir schon reichen für die Aufklärung, will ich ganz offen sagen. Wir haben so ein Verfahren erprobt im NSU-Untersuchungsausschuss, streng geheime Akten des Verfassungsschutzes konnten Abgeordnete einsehen in einem abgeschlossenen Raum und unter Beobachtung. Das ist ein bisschen skurril. Aber das ist sicherlich wichtig, weil wir auch die Arbeit der Nachrichtendienste schützen wollen. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so sinnvoll wäre, die ganze Selektorenliste zu veröffentlichen. Aber dass Abgeordnete, um auch kontrollieren und aufklären zu können, diese Liste brauchen, das ist absolut klar. Wer hat jetzt die Bringschuld? Das Kanzleramt. Das Kanzleramt. Das Kanzleramt ist jetzt im Gespräch mit den Amerikanern. Das finde ich auch okay, dass sie das vorschalten. Aber sie müssen eine eigene Entscheidung treffen. Und das können sie auch. Sie könnten diese Selektorenliste an die Abgeordneten geben, in einem geordneten Verfahren, damit die Abgeordneten einsehen können. Und das sollte das Kanzleramt jetzt auch beschleunigen. Das erwarten wir auch. Wie würden Sie da das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA sehen? Ist Deutschland da sozusagen am langen Gängelband der USA und die machen das sowieso, was sie möchten und sind da doch einfach die Stärkeren und Größeren? Ich gehe davon aus, dass die USA jetzt auch gemerkt hat, dass das für uns ein wichtiges Thema ist und dass die Zusammenarbeit so nicht fortgesetzt werden kann. Der BND hat die Zusammenarbeit mit NSA ja jetzt auch drastisch reduziert, angesichts der Unklarheiten auch, die in der Zusammenarbeit jetzt aufgekommen sind. Und ich finde schon, wir sind nicht am Gängelband der Amerikaner. Wir arbeiten zusammen, wir sollten das auf Augenhöhe tun. Natürlich helfen uns die Amerikaner an vielen Stellen. Ich will auch die Zusammenarbeit nicht aufkündigen. Das wäre sicherlich für unsere Sicherheitslage nicht gut, aber dass wir sie auf neue Grundlagen stellen müssen, das müssen auch die Amerikaner verstehen. Und wir können auch viel selbst entscheiden in Deutschland. Wir sind selbstbewusst genug, zum Beispiel jetzt in diesem Sachverhalt zu sagen, wir klären wirklich alles auf und dann schauen wir, wie wir die Zusammenarbeit künftig gestalten. Aber in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus muss man dann nicht sagen, wir müssen eher stärker miteinander arbeiten und es ist total sinnvoll, dass der BND der NSA hilft. Also ist es nicht jetzt naiv zu sagen, weil wir jetzt so toll transparent und demokratisch sind,
Wäre das eine Gefahr, Gefährdung unserer Sicherheitslage? Nein, wir müssen stärker zusammenarbeiten. Und die Sicherheitslage ist ja immer noch nicht so, dass wir alle völlig beruhigt sein können, sondern wir haben immer wieder neue Krisengebiete, neue Warnungen auch, was sich entwickelt. Und deswegen müssen wir zusammenarbeiten international. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, aber wenn der BND jetzt die Zusammenarbeit eingestellt ja, hat? Ja, jetzt mal für diese Zeit im konkreten Sachverhalt, um die Grundlagen noch mal wieder zu überprüfen. Das ist auch richtig und wichtig. Wissen Sie, was ich möchte? Das ist mir ganz wichtig, dass wir als Deutschland vorangehen bei der Ausgestaltung unserer nachrichtendienstlichen Tätigkeit, dass wir auch sowas wie Modell werden und sagen, das kann nicht angehen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ob es tatsächlich so ist, ist ja nochmal eine andere Frage, dass sie ausspioniert werden, dass ihre Daten wild gesammelt werden, dass sie möglicherweise, dass Personen oder Institutionen Zugriff auf die Daten haben, die das nicht dürfen. Und da gibt es so ein Unbehagen in der Bevölkerung. Und dazu kommt ja auch, dass man den Nachrichtendiensten gar nicht traut, dass man vermutet, die stecken alle unter einer Decke. Und dieses Unbehagen ist für unseren Rechtsstaat und die Demokratie nicht gut. Mhm. Deswegen also müssen wir das verändern. Ja, eine stärkere Kontrolle, aber konkret, wir haben ja das parlamentarische Kontrollgremium. Mhm. Würden Sie sagen, das hat sich bewährt? Oder dann ja vielleicht wahrscheinlich nicht. Das ist auf jeden Fall gut, aber das ist noch nicht gut genug. Das müssen wir deutlich verbessern. Das haben wir auch schon länger gesagt und da erwarte ich auch jetzt mal ein bisschen mehr. Wir brauchen bessere parlamentarische Kontrolle, das müssen wir wirklich sagen. Es sind jetzt 9 Bundestagsabgeordnete, die die ganze Bandbreite haben. Und ich möchte vor allen Dingen, dass die einen Stab bekommen, also mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um tatsächlich auch systematische Kontrollen zu machen. Im Moment ist das so, dass das parlamentarische Kontrollgremium angewiesen ist darauf, was für Informationen sie bekommen aus dem Innenministerium, aus dem Bundeskanzleramt, von den Nachrichtendiensten und nur wenig selber systematische Kontrolle machen kann oder zum Beispiel sich mal einen Komplex überlegen und sagen, wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal an, wie wird mit Salafismus umgegangen. Wie würde das dann gehen? Das parlamentarische Kontrollgremium hat dann die Möglichkeit, beim BND bestimmte Sachen dann anzufordern genau. und zu fragen. Oder auch dieser Arbeitsstab. Also ich fordere mehr Mitarbeiter, einen richtigen Arbeitsstab mit einem leitenden Beamten und ich fände es gut, wenn dieser Arbeitsstab auch selber in die Nachrichtendienste gehen könnte und selber auch kontrollieren könnte, also umfassende Befugnis auch hat, um die Abgeordneten zu unterstützen. Weil 9 Abgeordnete können wirklich nicht in ihrer Zeit, sie haben auch noch andere Tätigkeiten neben PKGR, tatsächlich die Nachrichtendienste so umfassend kontrollieren. Und da haben wir Nachholbedarf. Die arbeiten gut, aber das kann auch besser werden. Was würden Sie denn den Bürgern empfehlen? Müssen die auch, weil man ist ja als Bürger im Facebook-Zeitalter geneigt, ganz viel von sich preiszugeben. Genau. Und das passt ja alles nicht zusammen. Ja, das Erste ist natürlich, selber sensibel mit den eigenen Daten umzugehen, nicht zu viel einzustellen, nicht zu viel preiszugeben. Aber ich erwarte natürlich auch von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie kritisch sind, was wir machen mit den Daten und dass sie auch kritisch hinterfragen, wo ihre Daten bleiben, an welchen staatlichen Stellen sie gesammelt werden, für welche Zwecke. Und ich denke auch, dass alle, die Daten sammeln, kritisch hinterfragen sollten, ob dieser Datenwust erstens notwendig ist und zweitens überhaupt noch zu administrieren ist. Mhm. Irgendwann hat man ja das Gefühl, wir fangen jetzt gerade wieder an mit der Maut, sammeln wir doch wieder neue, viele Daten. Ja, und da hat die SPD, ist sie nicht hart geblieben. Ja, nun, wir sind in einer Koalition, das ist das Projekt der CSU, das steht im Koalitionsvertrag, das ist vereinbart, dass das nicht unser Lieblingsprojekt ist, die Maut, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Hat aber, glaube ich, auch nicht viel zur Stärkung der Achtung für Politiker beigetragen. Wenn man vorher immer sagt, das gibt es nicht und dann doch ein Projekt. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, das gibt es nicht. Ja. Wir haben immer gesagt, dass das nicht gibt, ja, aber nicht durchsetzen. Das gibt es. Genau. Aber das wäre ein anderes Thema, darüber müssen wir dann ein andermal reden. Also Sie sind für mehr Transparenz und mehr Kontrolle. Gut, das ist die klare Botschaft. Herzlichen Dank, Eva Högel, für den Besuch hier im Studio. Danke Ihnen. Das war 1:1 aus Berlin. Nächste Woche meldet sich Philipp Menn wieder von dieser Stelle. Bis dahin.